Hallo, herzlich willkommen bei Interspar. Heute gibt es mal wieder einen leckeren Kastenkuchen mit Mohn, Zitrone. Das wird lecker, vor allem auch saftig. Und so einen Kastenkuchen, den kann man auch echt mal schnell nebenbei zubereiten, weil es eben einfach geht. Ich habe jetzt hier schon die Zutaten gerichtet und zeige es euch mal. Ich verwende dafür 4 Eier, 200 Gramm Zucker, etwas Salz und Vanilleextrakt, 125 Gramm Creme Fraiche, das ist genau ein Becher, 75 Gramm Butter, die ist bereits geschmolzen, etwas Zitronenschalenabrieb und Saft, 200 Gramm Mehl, 1,5 Teelöffel Backpulver und 30 Gramm Mohn. Sehr schön, mehr braucht ihr auch gar nicht. Und ich nehme jetzt zuerst einmal die Eier. Die kommen hier in die Rührschüssel. Dazu kommt der Zucker. Dann eine Prise Salz und etwas Vanilleextrakt. Und dann einfach für 3 bis 4 Minuten schön cremig verrühren. Wenn ihr das dann habt, kommen die restlichen Zutaten rein. Erstmal die flüssigen, das heißt Creme Fraiche und die flüssige Butter. Dann ein bisschen Zitronenabrieb und da einfach darauf achten, dass die Zitronen und deren Schale eben auch zum Verzehr geeignet sind, dass sie praktisch nicht gespritzt sind, bio, aber das steht auch meistens dann mit dabei. Und dann den Saft einer halben Zitrone noch dazugeben und die Zutaten kurz einrühren. Und hier kurz die trockenen Zutaten vermischen und die werden dann wirklich nur noch ganz kurz eingerührt. Sobald Mehl nämlich dazu kommt, nicht mehr so lange rühren, sonst habt ihr keinen schönen lockeren Kuchen, sondern eher einen festen Kuchen. Dann nehmt ihr euch am besten eine eckige Backform, so eine Kastenbackform. Ich habe jetzt hier eine aus Glas. Die könnt ihr einsprühen mit Backtrennspray oder mit etwas Butter. Einfach einfetten. Und dann kommt da schon der Teig rein. Und wichtig ist, dass der Ofen jetzt bereits vorgeheizt ist auf 170 Grad Ober-Unterhitze. Und so kommt der Kastenkuchen jetzt in den vorgeheizten Backofen. Der backt dann je nach Backform etwa 35 bis 40 Minuten. Wenn ihr eine Metallbackform habt, vielleicht ein bisschen kürzer oder auch länger. Kommt auf die Backform an. Am besten eine Stäbchenprobe machen. Und wenn er dann abgekühlt ist, geht's gleich weiter. Dann habe ich hier noch die restlichen Zutaten. 75 Gramm Puderzucker, etwas Zitronensaft und zur Dekoration Mandelblättchen, Kokoschips, Mohn und Zitronenscheiben. Dann kann ich jetzt hier den Zitronensaft mit dem Puderzucker vermischen. Einfach so ein bisschen was rein, damit ein dickflüssiger Guss entsteht. Perfekt. Den Kastenkuchen habe ich jetzt auch schon rausgelöst und der ist abgekühlt und da kommt jetzt die Glasur drauf. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die sogar noch mit Lebensmittelfarben einfärben. Aber ich finde sie so echt schön. Und jetzt könnt ihr hier noch die restlichen Zutaten nehmen und schön drüber streuen. Und dann ist der Kuchen fertig und der ist einfach nur schön. Dann würde ich sagen, lasse ich die Glasur anziehen, setze den Kuchen auf eine schöne Platte und dann kann er schon probiert werden.
guckt euch diesen schönen Kuchen mal an. Ich finde, der ist einfach schön. Und Mohn ist für mich sowieso so eine Zutat, die ist einfach so süß. Wahrscheinlich, weil ich das englische Wort davon so schön finde. Poppy Seeds. Ach, wie süß ist das bitte? Wie so eine süße Blume. Irgendwie goldig. Ja, Tolga, komm, heute darfst du probieren. Es klingt immer so, als dürftet ihr nie probieren und nur vor der Kamera. Das stimmt nicht. Wir essen eigentlich alles. Ja, gell? Ja. Jeden Tag? Immer. Deswegen nehmen wir alle zu. Nein. Oh, magst du Mohn? Hätte ich dich vielleicht fragen sollen? Ja, doch, Mohn mag ich. Ja. Gott sei Dank, okay. Aber ja. Weißt du, was ich liebe? Zitronenkuchen. Ich auch. Mit Zitronenpuder, Zucker, Glasur. Ich ja, auch. Du weißt ja, ich liebe Glasur. Ja. Komm, dann probier du. Eigentlich würde ich den mit der Hand essen, ne? Ja, ich auch. Ich habe nur gedacht, anstandshalber lege ich den in der Gabel hin. Aber ich würde ihn auch eigentlich aus der Hand essen. Wie so ein Brot, ja. Ich finde, Marmorkuchen schmeckt auch besser. Mhm. Oder so ein normaler Kuchen schmeckt besser aus der Hand. Ich probiere auch ein Stück. Natürlich mit Glasur oben, die Ecke. Oh, sehr gut. Du weißt, ich hätte am liebsten hier noch überall Glasur. Gell? Ja, ich finde es auch eigentlich vom Geschmack her besser, wenn rundherum Glasur ist. Aber schöner sieht es so aus, gell? Das Gute ist, der schmeckt nicht nur oben nach Zitrone, innen auch. Mhm. Die meisten machen ja immer nur oben Zitrone. Mhm. Hast du auch einen gemacht, ne? Mhm. Zitronenschale und Saft. Mhm. Schmeckt gut, ne? Mhm. Sehr lecker. Richtig gut. Ja. Würdest du jetzt dann Tee dazu trinken? Ja, so ein türkischer Tee. Dann schmeckt der Tee auch so ein bisschen zitronig. Ja, doch, finde ich auch sehr passend. Also, falls euch das Rezept gefällt, dann backt es gerne nach, probiert es gerne aus. Der Kastenkuchen, der ist ja wirklich super schnell gemacht, ist richtig schön, auch zum Mitnehmen, kann man toll aus der Hand essen. Ich finde, so ein Kastenkuchen ist nämlich auch perfekt als Picknickkuchen geeignet. Mhm. Man nimmt den mit, braucht nur so ein Messer zum Anschneiden und dann isst man es halt aus der Hand. Du kannst es super verstauen auch, also ganz einfach, ohne dass irgendwas ausläuft. Perfekt. Wenn ihr es nachbackt und ein Foto postet, dann verlinkt uns ganz gerne, dann reposten wir eure Stories nämlich ganz gerne immer. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Thank you.